Guten Tag, wir sind Geeks Live Luxemburg. Wir stehen hier auf der Animagic 2016 auf dem Campcon-Stand. Ich stehe hier mit Steffi Peach, Monster Hunter Community Managerin für den deutschsprachigen Raum. Monster Hunter Generations wurde jetzt vor kurzem released. Was können Sie uns über den neuen Teil der Serie erzählen? Also Generations hat halt vor allen Dingen dieses Vier-Wege-Prinzip. Du hast halt die neuen Flagship-Monster, die fatalen vier, das sind vier Stück. Du hast jetzt neu die Jagdstile, wo du auch vier Stück von hast. Und es geht immer so dieses Vier-Wege-Prinzip halt auch, dass du vier Dörfer hast. Und es bringt halt einfach sehr viel zusammen. Also es ist auch... Das heißt ja auch Generations bei uns und nicht Monster Hunter X Cross, wie es in Japan heißt. Einfach weil man auch der Meinung war, dadurch, dass es so viele Dinge zusammenbringt, ist es ein etwas besserer Name für den Westen, weil tatsächlich viele im Westen das X Cross als 10 gelesen haben. Und es ist ja nicht Monster Hunter 10. Deswegen wurde es bei uns für den Westen umbenannt und kam ja auch ein bisschen später raus wegen der Lokalisierung. Ja, was gibt es zu sagen noch zu Monster Hunter? Ja, wie ich schon sagte, es bringt viele Dinge zusammen. Es bringt viele alte Fan-Favoriten zusammen, viele alte Maps, viele Monster, über die sich viele wieder gefreut haben, dass sie wieder dabei sind. Und macht da halt eigentlich alles richtig, würde ich sagen. Was kann ich dir noch zu der Generations sagen? Ja, es ist eine sehr große Jagd. Wie viele Monster sind denn? Uiuiuiui. Also ich glaube, es sind die meisten, die wir bis jetzt in einem Monster Hunter hatten, aber uiuiuiui, da bin ich etwas überfragt. Pi mal Daumen, würde ich schon sowas sagen, um die 50. Also es kommt halt drauf an, ob du die kleinen Varianten alle als Einzelmonster mitzählst. Okay. Ich glaube, dann würden wir wahrscheinlich den Rahmen eher so auch Richtung 70, 80 hochsprengen, aber... Es sind schon echt einige dabei und halt auch die verschiedenen Varianten. Du hast ja die Deviants-Form, die jetzt ja auch neu dabei sind. Also zum Beispiel ein sehr geliebter, oder ich mag ihn sehr gerne, den Azuros. Und der ist ja jetzt als Rothelm-Azuros auch nochmal dabei in der Deviants-Form. Das sind ja sozusagen die gemeinsten Exemplare, die sozusagen ganz lange überlebt haben und sich noch verändert haben. Und so, einem auch nochmal ordentlich auf die Fühler tasten sozusagen mit ihren Fertigkeiten. Wie weit hat sich das Kampfsystem verändert? Es ist eigentlich relativ klassisch geblieben, aber du hast halt jetzt die Jagdstile. Du kannst aber, wenn du sozusagen deine Monster Hunter Erfahrung haben möchtest, wie du sie immer haben möchtest, spielst du einfach den Gildenstil, weil der dir sozusagen genau das gibt, was du immer bekommen hast. Du hast, wenn du einen Stil wählst, hast du unterschiedlich viele Jagdtechniken, die du mitnehmen kannst. Und diese Techniken sind halt, das hat einer der Entwickler zum Beispiel gesagt, der Shintaro Kojima, Producer von Monster Hunter Generations, dass er findet, dass diese Techniken halt sowas wie eine Belohnung für den Spieler sind, weil du lädst sie ja quasi auf mit Schaden, den du am Monster machst und dass du sozusagen, wenn du viel Schaden gemacht hast und so eigentlich sehr gut gekämpft hast in der letzten Zeit, dass du dann sozusagen nochmal so ein Special hast und dass es sich einfach auch gut und geil anfühlt, was du da gerade machst. Es ist eigentlich nochmal so eine Belohnung für den Spieler, dass er eben halt auch sozusagen das optische Feedback im Kampf nochmal bekommt für das, was er eigentlich an Gameplay da geleistet hat. Also es gibt dir mehr Varianten, es macht auch viele Sachen sind zum Beispiel auch mal wieder interessanter geworden. Ich selber habe zum Beispiel lange nicht das Langschwert gespielt und habe jetzt doch irgendwie mit dem Aerial-Style zusammen, fand ich das ziemlich cool und habe mich jetzt doch wieder ein bisschen ins Langschwert verliebt, obwohl ich sonst eigentlich am liebsten die Schützenwaffen spiele. Aber auch die machen jetzt mit den Jagdstilen viel, viel mehr Spaß noch wieder. Also wenn man halt... Was ich ganz cool finde, ist, dass du da halt Sachen auch miteinander kombinieren kannst. Du kannst zum Beispiel den Klingendraht und den Eilschuss kombinieren und dann kannst du auch die Dreifachsalbe hinterher tun. Das heißt, wenn du gut bist, jagst du einfach alles in einem Rausch weg und hast halt auch wirklich sozusagen den Maximum Schadensoutput davon. Und ja, das macht mir einfach Spaß. Es gibt nochmal mehr Tiefe und das finde ich cool. Also das, wie gesagt, auch dieser Aspekt, dass es belohnt dich halt ein bisschen optisch dafür, was du halt gerade vorher alles für geilen Scheiß gemacht hast, das ist gut. Bei der Animagic hier, der Stand, wo hier aufgebaut ist, sind die Kissen, wie ist der gedacht?
Ja, der soll halt möglichst entspannt sein, dass du hier entspannt jagen kannst. Also die Sitzkissen sind halt auch perfekt, wenn du dein 3DS hast, weil du kannst dann deine Arme so ein bisschen ablehnen und entspannt durchzocken. Wir haben hier Aufladestationen und haben eigentlich uns Mühe gegeben, dass sozusagen man hier lange entspannt einfach seiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich Monsterjagen, nachkommen kann. Was ist das Programm, das Sie den Leuten hier anbieten, wo hier im Stand sind? Genau, also wir spielen jeden Tag ein Turnier. Also je Kontakt machen wir ein Turnier, wo man sich drüben im Games Room anmelden kann und bei der Demo eine Zeit erspielen kann. Und dann spielen wir hier das Finale und dann gibt es auch noch was sehr Nettes zu gewinnen. Zum Beispiel gibt es da morgen einen riesengroßen Kushala Daora, noch signiert von Shintaro Kojima und Ryozo Tsuchimoto. Das ist schon sehr besonders und wir hauen nochmal eine Konsole raus, die jetzt die Limited Edition zu Generations. Also das lohnt sich morgen auf jeden Fall. Wer hier am Stand spielt, wer die Demo spielt im Solo, kann auch noch Sachen gewinnen. Was machen wir noch? Wir haben eine Twitter-Aktion. Wer Twitter Dinge postet, kann auch noch was gewinnen. Wir haben ein Quiz morgen und Sonntag haben wir ein Quiz zu Generations. Und für unsere Cosplayer haben wir eine Aktion, dass man draußen im Cosplay-Zelt die professionellen Fotos, die da geschossen werden, umsonst bekommt. Also man kriegt dann hier, wenn man sozusagen, kriegt man seinen Stempel, okay, Monster Hunter Cosplay, und dann können sie rübergehen und kriegen halt die Fotos noch umsonst. Für das Spiel selber, was für Updates können die Spieler noch erwarten? Weiteren Content vorkommt oder? Wir haben ja jeden Monat einen DLC. Einen kostenlosen DLC, den man sich über das Spiel selber runterladen kann, wo wir halt immer noch vor allen Dingen besondere Rüstungen, aber auch Item-Packs und solche Sachen reinhauen. Und da kommt jetzt zum Beispiel am 5. August auch direkt der nächste große August-DLC. Und es gab auch schon einen Juli-DLC, der quasi von Release an dabei war, den man sich direkt dann runterladen konnte. Da konnte man zum Beispiel für seine Katze das Happy-Kostüm aus Fairy Tail erspielen oder halt so Sachen. Also das machen wir ganz oft, dass wir in unseren DLCs halt Kollaborationen zu bekannten anderen Marken oder auch einfach zu Marken, die zum Capcom-Brand gehören, wie zum Beispiel mit Strider oder so, dass wir da einfach nochmal über Rüstungsdesigns den Leuten die Möglichkeit geben, eben halt auch, keine Ahnung, zweifelsfrei Link auf die Jagd zu gehen, so, wo sie halt Bock drauf haben. Stehen irgend noch außer der Animagic jetzt noch andere Events an, wo man Wir werden auf der Gamescom dabei sein. Wir sind da auf dem Stand von Nintendo dabei. Da werde ich auch dabei sein. Wir sind bei der Konichi noch dabei. Das sind jetzt, glaube ich, so die ersten großen Sachen noch. Und bei der Game City Wien sind wir auch, aber da machen wir das schon Ende September. Ich weiß nicht, wie groß wir da noch was zum Monster Hunter machen, aber da machen wir auf jeden Fall auch noch was. Bedanke ich mich. Letzte Frage, was kostet zum Monster Hunter Generations im Moment? Das kommt ein bisschen darauf an, bei welchem Retailer du es wirklich kaufst, aber du investierst so etwa zwischen 40 und 45 Euro, je nachdem auch, ob du den Download kaufst oder eben zu welchem Händler du gehst. Okay, vielen Dank und noch eine schöne Animagic. Ich wünsche dir auch. Danke.